Okay, nachdem wir aus dem Sklavengesetz ausgegangen, brauchen wir frische Energie. Und vor allem günstige oder freie Energie. Und vor dem Bereich ist der Horst Burgstaller vom Freien Energieverein Geier prädestiniert, um uns mehr dazu sagen. Okay, bitte schön. Ja, danke. Ja, vielen Dank. War es das von Ton, von der Lautstärke? Ich bin es an und für sich nicht gewohnt, mit solchen Dingern in der Hand zu sprechen, weil ich muss aufpassen, die hört man normalerweise ohne den Dingern auch. Falls dann jemand schon Ohrenschmerzen kriegt, einfach winken. Okay, also wie gesagt, Horst Burgstaller, mein Name. Bin aus Kärnten. Das ist das Bundesland, über das man momentan nicht so gern spricht in Österreich. 68, verheiratet und habe 3 Kinder. Also 68 geboren. Ja. Ohne diese Creme hätte. Und ich bin, übrigens, es ist noch und schon recht schwierig zu sprechen. Gell? Also der ist schon ein Meister der Worte, aber ich werde mich bemühen. Ich bin wohlbehütet aufgewachsen, habe so sämtliche jugendlichen Ausbildungen hinter mir. Ich war Ministrant, Pfadfinder, ich habe die Freischwimmer gemacht auch. Es war immer warm zu Hause, ich habe genug zu essen gekriegt. Meine Eltern haben geschaut, dass was wird aus dem Buben, haben mich dann Tischler lernen lassen, habe dann die Meisterprüfung gemacht mit 21 Jahren, war ich dann Tischlermeister. Irgendwann hat mir das keinen Spaß mehr gemacht, habe dann die Ausbildung zum Visagisten gemacht, zum Make-up-Stylisten. Ich habe mir gedacht, das ist klasse, da macht man schöne Frau noch schöner. Und es ist mir eigentlich immer in dieser Welt, in der ich so gelebt habe, gut gegangen. Und das tut es auch heute noch, muss ich sagen. Nur irgendwann mal habe ich so einen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich habe ich keine so rechte Freude mehr, ich bleibe jetzt ein bisschen zu Hause. Ich habe jetzt keine Lust mehr in diesem Sklaventum, ne, wie es der Joe so schön gesagt hat, mitzumachen und am ersten Mal Schmerzensgeld abholen zu müssen. Ich habe mir gedacht, ich bleibe einmal zu Hause und orientiere mich neu. Und habe damals Bücher gelesen. Und zwar relativ viele Bücher. Das war auch die Zeit, wo sich meine Eltern, wir haben ein Zweifamilienhaus, im unteren Stock leben meine Eltern, also meine Eltern leben bei mir. Und der Vater hat gesagt, wir brauchen eine neue Heizung. Also wir haben mit Öl geheizt. Und damals war ganz groß und ganz in Pellets. Und mein Vater hat gesagt, das ist eine gute Idee. Wir könnten die Ölheizung rausschmeißen. Die war zum damaligen Zeitpunkt, ich glaube, 12 Jahre alt oder was. Jetzt kommt ja was Neues. Und wir machen eine Pelletsheizung rein. Und zugleich habe ich aber diese Bücher gelesen. Und dann habe ich ein Buch gelesen. Und der eine oder andere von euch kennt es. Das ist ein Buch mit einem gelben Umschlag. Und vorne steht ganz groß drauf, Hände weg von diesem Buch. Ja. Und wie ich so dahin ließ, ist da plötzlich eine Hütte beschrieben im Urwald von Neuseeland. Eine Hütte, die völlig autark mit Energie versorgt wird, angeblich aus einer Kiste, so groß wie eine Bierkiste, in der Nacht hell beleuchtet und es geht keine Stromleitung hin. Und wie ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, wenn es diese Kiste gibt, dann möchte ich die haben. Und wer vielleicht mit da so eine Kiste haben? Ah, so habe ich befürchtet. Und ich bin dann zu meinem Vater gegangen und gesagt, du Pellets, mit dem warten wir ein bisschen. Und übrigens, genau zu dem Zeitpunkt hat auch die Petrovic im Radio gesprochen, im Ö3, und der hat eine wunderbare Mitteilung an uns rausgegeben. Und der hat zwar damals gesagt, Leidl, steigt zum auf Pellets, weil Pellets werden immer um 30% günstiger sein als Öl. Und da ist mir geschossen, das war auf der Dauernautobahn, ich bin gerade mit dem Auto gefahren, da ist mir geschossen wie der Heilige Geist, sag ich, hey Dirndl, wenn die Pellets immer um 30% günstiger sind als Öl, dann weiß ich ja heute schon, was die Tonne Pellets kostet, wenn der Liter Öl 2 Euro kostet. Sag ich, hey, bei aller Liebe, aber du holst uns da aus einer Abhängigkeit raus und stellst uns in die andere rein. Zugleich immer noch die Kiste im Kopf, mein Vater zu Hause mit der Heizung, okay. Gott sei Dank habe ich das mein Vater aus der Rede hat. Wir haben ja keine Ölheizung gegen eine Pellets ersetzt.
Und dass wir damals recht gehabt haben, das zeigte die Geschichte. Nichts ist so teuer geworden als wie die Pellets. Also, und leider Gottes sind auch da wieder viele Menschen abhängig. So, jetzt habe ich aber gesagt, ich möchte diese Kiste haben. Und ich bin dann auf die Suche nach dieser Kiste gegangen. Ich war niemals im Urwald von der Seeland. Aber ich habe mir 4 Kisten angeschaut. 4 Kisten, die wirklich funktioniert haben. Und ich habe jedes Mal gefreut, jetzt kommt da so eine Kiste und immer ist irgendetwas passiert. Also es sind so von Kisten, von denen man liest oder wo man irgendwelche Sachen im Internet sieht. Ich habe die wirklich gesehen. Und nicht nur ich als ehemaliger Pfadfinder und Ministrant, sondern da waren auch Wissenschaftler dabei, die das auch bestätigt haben. Teilweise bei Terminen, wo ich das gesehen habe, waren Wissenschaftler dabei, die gesagt haben, hey, das funktioniert. Ja, wir haben immer noch keine dieser Kisten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn nicht wir, wer dann? Wir müssen uns zusammenschließen, wir müssen einen Verein gründen und der Verein, der gegründet wurde, nennt sich GAIA, Gesellschaft für autarke energietechnische Innovationen und Altruismus, und machen wir es doch selber. Weil alle, die es bis jetzt versucht haben, sind irgendwo in irgendeiner Art und Weise mit ihrer Kiste gescheitert. So, und ich möchte euch heute ein bisschen was erzählen. Wer ist GAIA? Wozu dient GAIA? Woran arbeitet GAIA? Und welchen gemeinsamen Nutzen haben wir alle davon? Letztendlich. Im Prinzip sind wir eine starke Gemeinschaft von vielen, vielen mittlerweile Menschen. Das war unsere erste Vereinstagung am 8.12.2012 in Freiwaldhofen in Kärnten in unserem Kulturhaus. Ich muss ein bisschen schneller, weil ich habe nicht so viel Zeit, gell? Und 1907 gegründet, nein, also 1907 Mitglieder haben wir bis Ende Februar 2014 gehabt im Verein GAIA. Wir haben 4 Mitarbeiter und 6 regionale GAIA-Botschafter, also Menschen, die Botschaft auch nach außen tragen. Diese Botschaftergemeinschaft, die erhöht sich jetzt gerade. Und das sind die Mitglieder, die den Verein gegründet haben. Also meine Wenigkeit, dann Markus Leotto, Robert Schnitzhofer, Christoph Beiser, Gottlieb Rössler und Roberto Reuter. Die meisten davon, oder so gut wie alle, auch Unternehmer und alle mit einem Ziel. Eben die Menschen energieautarker zu machen. Da sieht man aber den Entwicklungsstand. Also wir sind stolz drauf, weil es sagt uns eines. Aha, dieses Thema ist interessant. Sonst hätte man bis heute nicht so viele Mitglieder. Wir haben auch einen frei wählbaren Mitgliedsbeitrag. Ich werde immer wieder gefragt, ich bin gerade wieder vor 2 Tagen von einem Unternehmer aus der Steiermark angerufen worden, der hat gesagt, du, ich wollte mich bei euch registrieren auf der Homepage, aber ich weiß nicht, wie viel soll ich den Mitgliedsbeitrag einzahlen. Sag ich, du, der ist frei wählbar. Wir reden von freier Energie. Dann gib doch bitte diese finanzielle Energie, die da frei zur Verfügung steht, frei und freiwillig ein. Mit denen hat er dann gut umgehen können. Weil wir möchten auch niemanden ausschließen, um das geht es. Wir haben das am Anfang nicht so gehabt. Aber da sind oft Menschen zu uns gekommen und haben gesagt, okay, ich möchte gerne dabei sein, ich kann aber nicht so viel. Und dann haben wir uns entschlossen und haben gesagt, okay, machen wir das doch frei. Der eine kann mehr, der andere kann weniger. Aber letztendlich geht es darum, dass wir eine große Gemeinschaft sind. Und so finanzieren wir uns eben durch die Mitgliedsbeiträge, durch freiwillige Förderbeiträge, durch Workshops und auch ein Shop, der für GAIA-Mitglieder zur Verfügung steht, wo GAIA-Mitglieder das eine oder andere ein bisschen vermüsste kriegen, aber doch vielleicht der ein oder andere Euro auch für diese Sache, für den Verein letztendlich dann auch übrig bleibt. Unsere Vision, ein energieautarkes, eigenverantwortliches Leben. Energieautark und eigenverantwortlich. Und zwar in diesen Tätigkeitsbereichen. Energie und Technologie, das heißt Elektrizität, Wärme, Gesundheit und Ernährung. Glaubt ihr, kann man gesundheitlich auch autark werden oder autarker? Aha, sowieso. Auch bei der Ernährung kann man sehr viel machen. Im Bereich Wissen und Bildung, es geht um die geistige Autarkie. Was hat denn der Joe gesagt? Wo steckt man denn drin? Naja, aber im Prinzip haben wir so viele Einflüsse von außen. Und was ist noch richtig? Was ist wahr? Sind wir geistig überhaupt frei? Und auch im Bereich Ökonomie und Finanzen. Da werden wir heute auch eher noch ein bisschen was zu diesem Thema hören. Unsere Aufgabe ist Öffentlichkeitsarbeit, so wie wir es heute da machen.
dass wir Menschen diese Botschaft auch weitertragen können, weil viele können mit diesen Sachen auch gar nichts anfangen, das muss man auch sagen. Wir haben von Anfang an von autarkem Leben gesprochen, von Autarkie, für uns war das selbstverständlich. Viele Menschen haben gefragt, was ist denn Autarkie? Das ist ein Wort, das ist uns gar nicht so richtig beigebracht worden, ist ja vielleicht auch gar nicht wichtig für den einen oder den anderen, dass wir autark werden. Wir forschen, wir machen Entwicklungsarbeit. Übrigens, das ist auch ein bisschen verzerrt, Siege Gott. Wir organisieren Seminare, Workshops, Feldstudien und so weiter. Wir machen Geierentwicklungen zu fairen Konditionen für die Mitglieder letztendlich auch. Und wir vernetzen uns auch mit anderen Organisationen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und einmal eine Frage. Haben wir uns vielleicht in vielen Bereichen unbewusst abhängig machen lassen? Leider steigt es um auf Pellets. Pellets sind immer 30% günstiger als Öl. Wird unser Kaufverhalten vielleicht eventuell fremdgesteuert? Wer von euch schaut Fernsehen? Machen wir so, das heißt ja, und das heißt nein. Also wer von euch schaut hin und wieder Fernsehen? Auch die Werbungen kommen vor. Und selbst wenn wir uns den Fernseher ausschalten, ungefragt, ohne unsere Zustimmung, sehen und hören wir es trotzdem immer wieder. Wir fahren bei der Plakatwand vorbei, es erzählt uns jemand, wir hören es im Radio und so weiter und so fort. Uns wird immer wieder vorgesagt, was wir kaufen sollen. Es wird uns immer wieder Lifestyle vorgesagt. Ein besseres Leben, ein schöneres Leben, ein glücklicheres Leben. Hast ein größeres Auto, bist glücklicher. Hast du das große Auto? Fragst du, super. Alles, alles. Du kannst alles schauen, du kannst auf Fernsehen schauen. Ich sage nicht, dass Fernsehen schlecht ist, ich sage nur, es wird uns da. Fernsehschauen hast du nicht gleich, sie schon. Nein. Das heißt nur, in diesen ganzen Sachen, ich sage auch im Radio, in der Zeitung, überall, ungefragt, ohne dass wir das unser Einverständnis geben, kriegen wir immer wieder Werbung und immer wieder irgendwelche Sachen vorgegeben. Und das verführt uns natürlich, nicht? Und da kommt gleich die Frage, wer bestimmt den Markt und wer bestimmt die Nachfrage? Und was können wir als Gemeinschaft tun und welche Rolle kannst du darin einnehmen? So, letztendlich, wo man uns das Ganze anschaut, daran arbeiten wir. An mehr Autarkie im Bereich Energie und Technologie, Gesundheit und Ernährung, Wissen und Bildung und Ökonomie und Finanzen. Das sind die großen Baustellen, weil das gehört für mich zusammen. Weil mir hilft das nichts, wenn ich autark bin im Bereich Strom und Wärme, aber weiterhin nicht autark bin im Bereich Gesundheit. Oder da Riesenherausforderungen habe und so weiter und so fort. Anfang hat das Ganze eben in dem Bereich Energie und Technologie. Und da stehen ein paar Menschen da drauf. Und viele von euch kennen diese. Nikola Tesla, Wilhelm Reich, Schauberger und. Warum sind die nicht bekannter? Warum sind deren genialen Erfindungen und Konstruktionen nicht bekannter? Und wie viele geniale Erfindungen gibt es noch auf diesem Planeten, die wir auch nicht zugänglich haben oder die für uns nicht greifbar sind? Das ist die Thematik, wo ich gesagt habe, ich habe mir 4 funktionierende Geschichten angeschaut. Wir haben zum Beispiel ein Kaminkraftwerk angeschaut am Bodensee. Michael Schwabe hat das konstruiert, eine 6 Meter lange Röhre. Kann jeder Nachbarn von euch? 6 Meter lange Röhre, in der Mitte eine zentrierte Stange. Da drinnen waren 10 Flugzeugpropeller, so Miniaturpropeller. Über einen Ventilator im Winkel von 45 Grad hat er Luft eingeblasen. Das Ganze hat sich angefangen zu drehen. Nach ungefähr 10-15 Minuten hat es einen Knall gegeben, dann hat er seinen Ventilator ausgeschaltet, das hat sich von selber weitergedreht. Er hat in dieser Röhre einen künstlichen Taifun erzeugt und hat über einen Generator oder über ein Getriebe, mehr oder weniger einen Generator angetrieben, ich weiß es nicht mehr genau, aber 16, 18 kW hat der Strom produziert.
Ja, KW. Der hat so eine Kraft produziert. Übrigens auch nach ungefähr 20, 30 Minuten ist er an die Röhren erstmal um die Ohren geflogen, weil er einfach Teile verwendet hat, die ja, das Ganze nicht standgehalten haben. Wir haben uns das Ganze angeschaut. Wir wollten ihm da auch damals ein bisschen finanziell unter die Arme greifen. Das ist schon viele Jahre her. Dass er halt mit Carbon arbeiten kann, mit Stahl arbeiten kann, ja, diese Propeller aus Blech gemacht und so weiter. Aber ganz entscheidend ist eines, also das Teil hat funktioniert. Er ist damit zum Patentamt nach München marschiert. Das war das Lustige daran. Der am Patentamt hat gesagt, Herr Schwabe, das können Sie nicht zum Patentamt melden, weil das hat den Anschein eines Perpetuum Mobiles. Hat er mir gesagt, ja und? Hat der vom Patentamt gesagt, naja, die Anmeldung eines Perpetuum Mobiles zum Patent, die Produktion und der Vertrieb desselbigen ist in Deutschland bei Strafe verboten. Jetzt haben wir in der Schule alle gelernt, das gibt es nicht. Und trotzdem gibt es ein Gesetz, dass das verboten ist und nicht nur in Deutschland, weil auf die Idee ist er dann gekommen und hat gesagt, wir gehen in Österreich. Und er hat gesagt, es ist endlich in ganz Europa verboten. Das macht aber nichts, er hat müssen nach Hause gehen, er hat das einfach umkonstruieren müssen. Und zwar, dass er den C-Ventilator nicht ausschaltet, sondern dass er ihn dauerhaft laufen lässt. Ist dann wieder hin zum Patentamt, hat das dann die Einreichung gemacht, dass der dauerhaft läuft, der WC-Ventilator, und hat die Voranmeldung erhalten. Das hat dann nicht lange gedauert, das ist jetzt wirklich so. Da ist ein Mensch vor seiner Tür gestanden mit einem großen Koffer und hat gesagt, hey, da drin sind 3 Millionen Euro, hier habe ich alle Pläne, du denkst nicht mehr über deine Erfindung nach und das Geld gehört dir. Der Michael Schwabe hat gesagt, du geh Fisch putzen. Ich bin der Umweltdiäti, ich werde jetzt die Welt vom CO2 befreien. Der hat wirklich damals einen Blog gehabt, der Kassen Umweltdiäti.de und alles Mögliche. Und er hat gesagt, in jedem Haus muss ein Kaminkraftwerk hin und dann sparen wir so einen Haufen CO2 ein und dann geht es uns besser. Und du kannst gehen. Dann hat es wiederum nicht lange gedauert, war plötzlich sein Kredit fälliggestellt, sein Führerschein eingezogen. Ich weiß nicht, was noch alles passiert ist. Letztendlich hat sich dann seine Frau scheiden lassen, die hat das Ganze nicht mehr ausgehalten. Er war eh nie, finanzielle Mittel waren eh nie da, weil er jeden Euro hat er in seine Entwicklung reingesteckt. Letztendlich ist dann auch die Ehe zur Brüche gegangen. Und den letzten Kontakt, was ich zu Michael Schwabe gehabt habe, da hat er mir am Telefon gesagt, er lebt jetzt in der Nähe von Ulm, unter der Brücke, under the bridge, sagt er, ich komme nicht mehr auf. Denkst du heute auch nicht mehr nach. Über seine Erfindung. Ich sage, das kann jeder nachbauen, dieses Kaminkraftwerk, was er mal leider nicht verraten hat, man die Abstände von diesem Flugzeugpropeller. Der erste hat praktisch diese Luft weiter beschleunigt und der zweite war genau seitenverkehrt und hat sie zurückgepresst. Und das über 5 Etagen. Und diese Abstände zueinander, die haben genau passen müssen. Und da sind wir leider nicht drauf gekommen. Aber so geht es mit großartigen Erfindungen. Ja, von euch schon mal was gehört von Campbell. Ja, Campbell, schon was gehört? Unglaublich, der hat eine Zigarre erfunden. Ich nenne das, ich habe das Zigarre genannt. Es war so ein Stab, ausschaut wie eine Zigarre. Und von diesem Stab sind nur 2 Litzen weggegangen. Nitrate, Litzen. Und diese 2 Litzen hat er, egal zu welcher Batterie, hinhalten können. In dem Moment, wo der bei der Batterie angekommen ist, tack, war die in der Sekunde, in einer Millisekunde, war die Batterie voll. Voll geladen. Wurscht, ob das eine kleine Batterie war, eine große, hat keine Rolle gespielt. Wir haben uns diese Erfindung angeschaut bei Patentpool in München. Nicht Patentamt, sondern Patentpool. Patentpool ist eine Vereinigung von mehreren Patentanwälten, die für Erfinder die Einreichungen machen. Und der Chef von Patentpool München, also ist da Dr. Heiner Pollert. Den Namen kennt ihr euch merken. Ganz kurz, wir waren in München. Wir haben diese Erfindung von Michael Schwabe angeschaut und das war recht interessant. Da sind mehrere Batterien gestanden, Kondensatoren, alles Mögliche. Da waren Wissenschaftler dabei aus Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich. Diese ganzen Batterien, die waren komplett leer. Tot. Die hat er dann extra kurz geschlossen, da war keine Energie dran. Dann hat er diese 2 Litzen genommen, hingefahren, zack, dann war das alles voll. Dann hat er 2 Kupferdrähte, die waren so dick wie meine kleinen Finger, weggeschweißt. Dort im Büro von Patentpool. Übrigens ganz nebenbei, der Michael Schwabe ist oder war oder ist, weiß ich nicht, schwerer Autist. Der hat diese Kupferdrähte weggeschweißt, da sind gleich so die Funken geflogen.
So, Batterien leer. Wieder seine Litzen hingehalten, zack, wieder voll, wieder weggeschweißt, so ist das dann hingegangen. Die Wissenschaftler sind unterm Tisch gelegen, haben Injektorspulen gesucht und alles Mögliche, die haben das einfach nicht verstanden. Und dann ist er hergegangen, der Michael Schwabe, und hat diese zwei Litzen um die Batterie fix herumgewickelt. Und dann hat er diese Kupferdrähte weitergeschweißt und die Energie ist nicht weniger geworden. Der Zeiger ist nur so hin und her gegangen. Dann hat er zu mir gesagt, greif an. Dann sage ich, sag er, greif an. Dann habe ich die erste Litzen angegriffen, sag er, beide. Dann habe beide angegriffen, man hat nichts gespürt und man hat das dran gehalten Strom. Ich habe mir das auch bei ihm, der war im Ulm zu Hause auch, habe mir das bei ihm im Labor angeschaut. Finanziert ist das Ganze dann letztendlich worden von Dr. Einar Pollard vom Patentbüro München. Der Jörg Hempel ist dann eingesperrt worden wegen bewaffneten Banküberfall. Deswegen sage ich, schwerer Autist. Ist natürlich nach 3 Monaten circa rausgekommen, völlig unbescholten. Entschuldigung, Sie haben sich vertan. Kann ja passieren, ne? Und das war's. Die ganzen Patente gehören heute Dr. Heiner Pollard, Patentbüro München. Und da könnt ihr noch ein paar Geschichten erzählen. Nur ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Deswegen einfach unsere große Vision im Verein, Geräte zur Energiebereitstellung für Elektrizität, Wärme und Mobilität ermöglichen uns alle kostenlose Energieversorgung. Ist ein recht komplizierter Satz, aber bring es auf den Punkt. Und was kann jeder von uns tun, um das zu erreichen? Können Sie auch einen Beitrag leisten? Ja oder nein? Können Sie mithelfen? Ja oder nein? Weil eins kann ich sagen, als Einzelkämpfer funktioniert es nicht. Übrigens, im Internet, wer von euch hat schon einmal einen Plan aus dem Internet downloadet und die Technologie gebaut? Ja? Ich verwende, viel habe ich nicht eingesteckt, aber das, was ich eingesteckt habe, das hat nicht funktioniert. Genau. Kochrezept, ja. Ah, von Technologien. Also ihr könnt euch aus dem Internet laden, was ihr wollt, es funktioniert nicht. Ist das nicht komisch? Da könnte man ja vielleicht glatt auf die Idee kommen, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber vielleicht könnte man auf die Idee kommen, das, was da im Internet steht, ist das meiste gefakt. Um so interessierte Tüftler, Bastler und Erfinder einfach zu beschäftigen. Na, weil wenn du jetzt einen Plan downloadest und du baust das ein Jahr lang rum, erstens hast du Geld investiert, du hast ein Jahr lang Zeit investiert und kommst dann irgendwann mal drauf, dass es nicht funktioniert. Und vor allem, du hast ein Jahr lang für nichts anderes investiert. Genau. Der Geist war blockiert. Und gehörst dann zu einer Gruppe von, ich weiß nicht, 5.000 bis 500.000 Leuten, die es gleich gegangen ist. Deswegen habe ich gefragt, ob sich jemand schon einmal was aus dem Internet angeladen hat. Wir haben im Verein entwickelt eine vollautomatische Zelle zur Gasproduktion. Entwicklung der Geier HHO-Zelle. Browns Gas. Wir haben das dann. Übrigens, der Mensch da, ist der Adam Trombley, hat mit dem Brown selber in Amerika geforscht, hat sich unsere HHO, unsere Brownsgaszelle angeschaut und hat uns bestätigt, dass das das modernste ist auf dem Bereich, was er bis jetzt weltweit jemals gesehen hat. Und er hat gesagt, es ist unglaublich, das, was ihr mit dem Verein zusammengebracht habt, haben wir in Amerika mit einem Millionen-Etat nicht hingekriegt. Ist dann ein Hergang oder gehen hier im Verein? Ja, danke. Wir gehen her und machen Workshops, wo Vereinsmitglieder diese Zelle, man sieht es da auf den Bildern, bauen. Und da fließt extrem viel Know-how dann die Runde. Der eine ist Experte in dem Bereich, der eine in diesem Bereich, der andere in jenem Bereich. Erstens einmal wird die Zelle immer wieder verbessert. Dann in der Praxis, in den Einsätzen, wo wir diese Zellen im Einsatz haben, wird sie immer wieder verbessert und da ist ein profunder Wissensaustausch auch. Das heißt, wir produzieren aus Wasser Gas und mit diesem Gas können wir uns mehr oder weniger ein Haus heizen, sehr kosteneffizient. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, bei meinem Haus möchte ich kein Gas haben und ich muss ja ehrlich gesagt sagen, meine Frau auch nicht. Nur, wenn Sie mit diesem Browns Gas Ihr Haus beheizen, dann müssen Sie das Gas nicht anzünden. Das ist das Spannende. Wir haben keine Flamme. Sondern wir bauen dazu sogenannte Wärmetauscher für ein katalytisches Verfahren. Das ist recht interessant. Auch da machen wir momentan gerade große Fortschritte. Das Gas strömt durch so einen
Katalysator durch. Das ist ein ganz normaler Autokatalysator. Da drinnen entsteht ein chemischer Prozess. Und diesen Katalysator erwärmt es auf Temperaturen irgendwo im Bereich 300 bis 600 Grad. Über eine Kupferspirale, über einen Wärmetauscher können wir diese Wärme abführen in einen Pufferspeicher und damit Ihr Haus beheizen. Klingt einfach, ist etwas komplizierter, weil natürlich in diesen Wärmetauschern, in diesen katalytischen Verfahren Kondenswasser anfällt und so weiter und so fort. Das Ganze muss man in den Griff kriegen, daran arbeiten wir jetzt gerade momentan sehr intensiv. Und dann haben Sie die Braungaszelle, da haben Sie das katalytische Verfahren und dann können Sie ausheizen. Natürlich, für das braucht man fürs katalytische Verfahren noch Elektrizität und Strom. Und da wird immer wieder gefragt, was habt ihr jetzt für einen Wirkgrad? Ich sage, vergleichen wir es einmal mit einer Wärmepumpe. In etwa da werden wir jetzt dann sein. Nur, wir werden tagtäglich besser vom Wirkungsgrad. Jeder Mensch, der eine Zelle baut, jeder Mensch, der sein Know-how mit einbringt, bringt wieder Idee und Geist mit ein. Der erste Computer, könnt ihr euch noch erinnern? Ja? Unglaublich, heute kein Handy mehr. Ich habe mir übrigens auch einen Taschenrechner gekauft und bin draufgekommen, den kann man telefonieren auch. Und Fotos machen. Und wo man schaut, der erste Computer war riesengroß und auch da entwickeln wir uns. Ja. Du hast noch andere Bilder, zum Beispiel so ein Lehmofen, wo dann diese Katalysatoren drinnen stehen und so weiter und so fort. Wir haben Prototypen gebaut im Bereich Magnetmotor, Magnetismus. Da haben wir auch interessante Erfahrungen gemacht. Der Magnetmotor hat da gut funktioniert. Oder sagen wir mal so, es war ein leichter Überschuss da und dort war wieder nichts. Und so weiter und so fort. Das Projekt haben wir jetzt ein bisschen zurückgestellt, weil wir einmal die Zelle und das ganze katalytische Verfahren fertig kriegen wollen und der nächste Schritt ist dann wieder in diesen Bereichen im Magnetismus. Wir haben so eine Permanentbatterie entwickelt mit Salzen. Ist auch recht interessant. Kupfer, Salze, verschiedene Salze, Magnesium, Kunststoff, Kupfer, verschiedene Salze, Magnesium, Kunststoff, so übereinander gebaut, ein Würfel und oben ist eine LED und immer wenn wir es draufdrücken, leuchtet die. Also das ist einfach mal Energie da. Das sind auch so Sachen, die wir gemacht haben, um auch zu schauen, okay, wohin geht die Reise. Da gibt es Unternehmer bei uns im Verein, die können Salze in Heißplasma auf Metall aufbringen und dann hast du natürlich ganz andere Verhältnisse zum Beispiel. Aber man muss einmal den Kleinen anfangen. Wenn ich dann sage, okay, ich streue das Salz nicht mehr auf die Kupferplatte rauf, sondern ich bringe das im Heißplasma-Verfahren mit ein paar tausend Grad mit sehr hohem Druck rauf und das geht eine molekulare Verbindung ein, können Sie mir glauben, der Effekt ist wieder ganz anders. Und das sind so Sachen zu diesem Thema und noch ein paar mehr, an denen wir gerade arbeiten. Aber es gibt noch ein Thema für uns, Gesundheit und Ernährung. Wie schon gesagt, auch da wollen wir autarker werden. Und auch hier wieder, Sachen und Menschen, und warum haben sich deren Sachen noch nicht so wirklich durchgesetzt? Wilhelm Reich, Sepp Holzer, germanische Heilkunden, russische Heilweisen und so weiter und so fort. Und da auch wieder unsere Vision. Wissen und Anwendung über natürliche Heilmittel erhalten und verbreiten. Beispiel, ich habe einen Rotlauf gehabt. Ich weiß, Rotlauf kriegen nur Schweine. Ich habe dann ernsthaft das Wort mit meinem Vater geredet und meiner Mutter, die hat gesagt, nein, das passt schon. Auf alle Fälle bin ich zum Arzt gegangen. Irgendwann ist das immer größer geworden, das war da am Schienbein, war eine richtig eine große Stelle, großer Fleck. Der Arzt hat mir dann gesagt, er weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Hat mich dann nach Klagenfurt weiter geschickt auf die Dermatologie, oder wie das heißt. Dort haben sie das auch angeschaut, keiner hat gewusst, was das ist. Dann ist die Oberärztin gekommen, die hat hingeschaut und gesagt, Rotlauf. Sag sie, der hilft, Antibiotika. Wie schwer sind sie? Sag ich, fragst mich nicht, die lege sie eh an. Dann hat sie das geschätzt und hat sie gesagt, sie brauchen die doppelte Menge. Da hat man ein Rezept ausgeschrieben und sagt, gehen Sie zur Apotheke, kaufen zwei Schachteln und nehmen gleich zwei davon. Ich bin mit den Rezepten ausgefahren und habe gesagt, ich gehe jetzt sicher nicht zur Apotheke. Ich habe daheim ein Buch. Maria Treben, Heilkräuter. Ja, eins war klar, jetzt habe ich gewusst, was ist. Nicht? Also die Medizin ist ja nicht schlecht. Nicht?
Weil ich habe da ungefähr 4-5 Ärzte gebraucht, bis dann einer, oder die Oberärztin noch gewusst hat, was es ist. Ich habe dann bei der Maria Dreben nachgeschaut, Rotlauf, was hilft? Huflappich. Wie in der Apotheke, gesagt, ich brauche einen Huflappich. Sagt der Apotheker, einen Huflappich gibt es nicht, ist verboten. In Österreich, ja. Sagst du, kannst du in Deutschland bestellen, gell? Ich habe einen sehr guten Kontakt zu einer Angestellten von der Apotheke. Ich habe gesagt, ja, Mann, dann habe ich ja nicht hinten irgendwann Huflappich. Sagst du, was brauchst du denn? Sag ich, nur zum Auskuchen und zum Auflegen. Ich verspreche dir, ich sauf das nicht. Dann habe ich Hosen auf, sag ich, schau, Rotlauf, und da hilft Huflappich. Sagst du, glaube ich nicht, aber okay, ich gebe dann mit. Ich habe es tatsächlich gehabt. Die Arm, kochen wir den Huflappich aus, legt das auf den Rotlauf auf, tue ein Tuch drüber, dass du so oben bleibst. Habe mich dann richtig krank im Wohnzimmer hingelegt und gehofft, dass mir meine Frau schon pflegt. Habe dann ein bisschen noch den Tee drauf geträufelt. Ein bisschen gekostet habe ich zwar, ja. Und liegt da so eine Viertelstunde und plötzlich geht es hier rein. Ich bin der Feuerwehr. Boah! Ich auf, der Huflattich ist geflogen. Lauf Feuerwehreinsatz. Und ich hab das gar nicht mitgekriegt. Das hat immer wehgetan. Da habe ich gedacht, Adrenalin. Der Feuerwehreinsatz gehört der Busch schon, gell? Nur nach einem Einsatz war nichts. 15 Minuten Huflattich, es war nicht länger. Und der Rotlauf war am nächsten Tag nur noch so klein. Ich habe mir gedacht, wenn ich hinterkomme am nächsten Tag oder spätestens am nächsten Tag lege ich das wieder auf. Ich habe das nicht mehr gebraucht. Die Ärztin hat gesagt, das wird jetzt dauern. Jetzt fahren wir mal mit schweren Antibiotika an. Mit 3 bis 6 Monaten kannst du rechnen. Weil er irgendeine Substanz drin hat, man das auskostet und trinkst, dann ist so. Johanneskrautöl. Da habe ich Probleme gehabt mit den. Ich weiß noch schnell, was da oben läuft, ich bin kein Arzt, da. Mit der Lymphe. Extreme Schulterschmerzen. Bin draufgekommen, da habe ich irgend so eine komische Lymphe, das ist irgendwie verhärtet, Johanneskrautöl aufgeschmiert, weg. Ja. Also, das zum Thema Wissen, Anwendung über natürliche Heilmittel halten und verbreiten. Neue Wege zur Gesunderhaltung fördern, entwickeln und zugänglich machen. Es gibt so viele Wege, es gibt so viele tolle Heilpraktikanten, es gibt so viele tolle Menschen mit so vielen tollen Fähigkeiten, ja, können wir die nicht vernetzen. Es gibt da so einen Chip. Ich habe euch den mitgebracht. Das Ding schaut so aus. Damit machen wir jetzt gerade einen Feldversuch im Verein. Ich habe das ausprobiert, hat unglaublich gewirkt. Bei Asthma, weg. Bei Tinnitus, weg. Bei Schmerzen, weg, nach kürzester Zeit. Meine Schwiegermutter hat Knieprobleme, die hat nicht mehr gescheit steigen können. Haben wir so einen Chip aufs Knie raufgepickt, dann ist wesentlich besser gegangen. Hat dann wieder angefangen, haben wir einen 2 draufgepickt, vorbei. Dann haben wir gesagt, das kann es ja nicht sein, das kann ja nicht geben. Okay, Geist steht über Materie, ich beeinflusse das Ganze scheinbar. Und machen jetzt gerade einen Feldversuch mit 25 Vereinsmitgliedern, wo 10 davon Gelenksprobleme haben, 10 davon Tinnitus und 5 davon Schlafstörungen. Und da schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Und mein Vater war so voll mit Schlafstörungen, der ist jeden Tag zwischen 2 und 4 in der Früh durchs Haus marschiert. Ich habe ihm da so eine Technologie unter das Bett gelegt, der hat nichts davon gewusst und hat von dem Tag weg keinen durchgeschlafen. Das heißt, die Mutter ist 14 Tage später draufgekommen, wie sie dann das Bett überzogen hat, dass da irgendwas anders ist. Also auch da können wir sehr viel machen. Die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung vermitteln. Wie schaut es aus mit Demeter? Wie schaut es aus mit Bio? Es wird heute noch viel belächelt, aber es ist wichtig, es lohnt sich. Man kann auch gesund sehr viel essen, sage ich mal. Regionale und lokale Versorgung mit gesunden Lebensmitteln fördern und ermöglichen. Und Wasser, unser zweitwichtigstes Lebensmittel. Wasser ist so wichtig. Wir in Österreich, wir drehen einfach die Pippen auf, sagen wir in Kärnten, die Wasserleitung, den Hahn. Bei uns heißt es Pippen. Es rinnt aber und wir können es trinken. Aber es ist unser zweitwichtigstes Lebensmittel. Was ist übrigens unser wichtigstes? Luft, ja. Der Umgang mit Wasser
Was kann ich machen, um im Bereich Wasser autarker zu werden? Muss ich unbedingt meine Heilfallen mit dem Trinkwasser wegwaschen? Oder gibt es was anderes? Und so weiter. Schaut, es wird ja heute wird ja so viel vorgeschrieben, wenn du ein Haus baust. Das ist unglaublich. Die schreiben da alles vor, sogar dass das Dach oben sein muss. Weil ich war spitz gesagt, ne? Aber dass du eine Regenwasseraufbereitung einbaust, da schreibst du nicht vor. Weil wir haben nicht genug, ist ja egal. Ja. Also auch da kann man viel machen. Wir zum Beispiel haben wir ein COSI-Gerät entwickelt im Verein auch, mit Vereinsmitgliedern. Für kollodiales Silber. Wer von euch kennt kollodiales Silber? Das ist eines der stärksten, besten natürlichen Antibiotikums. Gibt es eigentlich noch ein sehr starkes natürliches Antibiotikum? Neben kollodiales Silber gibt es da noch was, was jeder frei zugänglich kriegt? Bitte? Propolis? Creme zum Beispiel. Es gibt viele, Schatz. Propolis, Kresse, Creme, alles Mögliche. Was machen wir? Wir kaufen uns die Backhalle und hauen sie ein. Ne? Kolonale Silber zum Beispiel. Und da kann ich mit Wasser ein sehr gutes, starkes, ein natürliches Antibiotikum auch herstellen. Das im Bereich Gesundheit und Ernährung. Dann im Bereich Wissen und Bildung. Auch hier gibt es viele Menschen wie Rudolf Steiner, Michael Schettini, Montessori, Hütter, auch da könnte man viele, viele aufzählen. Es geht auch um geistige Energie. Wer ist mit unserem Schulsystem zufrieden? Wer ist begeistert davon? Na geht. Wer von euch hat schon was von Schettini gehört? Der eine oder andere, ja? Die Schettini-Schule. Das ist zum Beispiel der Michael Petrovic Schettinin. Der hat das Schulsystem entwickelt, da ist jedes Kind in etwa noch 2,5 Jahre maturareif. Das ist nicht zum Glauben, aber es ist so. Da gibt es Kinder, die sind sogar schneller. Wir gründen die erste Schule, die aber nicht auf diesen Schettinin aufgebaut ist, aber nicht nur, sage ich einmal so. Das Lernkonzept wurde übernommen, aber sie steht auf 4 Säulen insgesamt. Eine davon ist auch ein Lehrsystem, ist eine Mischung aus ein paar anderen Geschichten, aber Schettinin ist auch dabei. Die erste in diesem Herbst. Wo? Frankfurt. Aber das Ziel ist, dass in jedem Dorf, in jedem Ort so ein Schulsystem da ist. Da kommen Kinder raus, das hast du nicht gesehen. Wenn du da mal so die Kinder angeschaut hast, wie die leuchten mit den Augen. Wie die erzählen, wenn du sagst, okay, du musst da externe Prüfung machen und die sagen, ja, ich mach die. Die plötzlich Matura machen gehen und alles anders haben, dann, ja, da läuft etwas anders. Ich habe Menschen kennengelernt, dann Richard, der ist in Deutschland draußen Schule gegangen und wurde sehr stark gemobbt in seiner Schule. Er war Vegetarier und sie haben ihn gezwungen zum Fleisch essen und alles Mögliche und er hat dann ein Burnout gekriegt und ganz starke Selbstmordabsichten gehabt und hat nicht mehr Schule gehen können. Dann hat er sich schlau gemacht und dann wollte er unbedingt mit, ich glaube 14 Jahren war er, zu einer Schettinin und ist dann auch nach Russland gegangen, auf die Schettinin-Schule und nach einem Jahr ist er zurückgekommen. Unglaublich. Unglaublich. Derjenige, der in Deutschland ein Null war, aus dem nie was werden wird, hat dann jeden im Boden eingestampft mit Wissen. Die philosophieren einmal tagelang, wochenlang über Mathematik, bevor die erste Rechnung machen, weil du den Hintergrund verstehen musst. Die machen 3 Monate lang nur Mathematik, weil sie sagen, es macht keinen Sinn, dass sie zuerst einmal addiere und dann subtrahiere, wenn ich das addiere noch gar nicht kann. Das gibt keinen Sinn. Die Kleinen unterrichten die Großen. Die Großen unterrichten die Kleinen. Da gibt es keinen Lehrer, da gibt es Lehrbegleiter. Die Eltern sind aufgefordert und eingeladen mitzumachen als Experten. Ist ein Architekt erinnern, zum Beispiel die Schule, die Klasse sagt, hey, wir wollen ein Baumhaus bauen. Dann dürfen sie das. Sie müssen da alles, aber wirklich alles selber machen. Weil im Zuge dessen, dass sie das Baumhaus bauen, lernen sie ein bisschen was über Statik, über Mathematik, über wo ist oben, wo ist unten, dort wäre eine Obefolge und bla bla bla, alles Mögliche. Das machen sie am Nachmittag. Und jetzt ist zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater von den Schülern ist Architekt.
Und dann geht er hin und bringt seine Expertisen ein über Statik. Wie konstruiert man so ein Baumhaus richtig, auf was muss ich Acht geben und so weiter und so fort. Und die Kinder und die Schüler arbeiten das aus. Bis hin zur Finanzierung. Die sind mit ganz einem anderen Ehrgeiz dabei. Deswegen leuchten die in die Augen. Die kochen ihr Essen alles selber. Da gibt es keine Küche, wo die hast du und jetzt gehen wir essen in die Kantine. Nein, die kochen alles selber. Wenn die Kinder sagen, wir möchten Bienen züchten, dann züchten die Bienen. So, aber was ist artgerechte Bienenzucht? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Auf was muss ich aufpassen? Was muss ich tun? Wo sind die Experten? Wer kann uns unterrichten? Was kostet der Spaß? Wie können wir das Ganze finanzieren? Wo kriegen wir das Geld her? Können wir irgendwo putzen gehen? Können wir wo bei einem Bauern helfen? Können uns wir einen Bienenstock zur Verfügung? Die ganze Litanei machen die alles selber. Und Sie sehen in dieser Gruppe alle wiederum insofern auch Lehrer, weil man festgestellt hat, wenn du ein Wissen aufnimmst, dann kannst du nur 20% behalten. Aber wenn du das wiederum weitergibst und andere mit diesem Wissen unterrichtest, nehmen wir es einmal so in unserer Sprache, dann behaltest du 80-90%. Und so funktionieren solche Schulen. Und deswegen sind dort Kinder nach 2,5 Jahren in der absoluten Maturareife. Teilweise auch noch viel, viel schneller. Und die haben keine Angst vor irgendeiner Prüfung, weil die wissen, dass sie was kennen, weil die nämlich die Prüfungsfragen und die ganzen Prüfungsgeschichten alle selber ausarbeiten, unter sich. Die machen sich das zum Spaß. Die haben, ja, ich kann stundenlang allein über die Schule erzählen, kann ich aber nicht, weil die Zeit davon läuft. Weil das einfach ein Thema von mir ist auch, ein Herzensthema. Weil ihr kennt es mir eins klar, ich war kein begnadeter Schüler. Aber es geht auch um geistige Autarkie. Und wenn das stimmt, dass alles, was wir denken, wahr wird, dann schauen wir auf das, dass wir gescheite Gedanken hegen und pflegen. Also ein Projekt unterstützen wir auch als Verein gerade in Südafrika. Wir haben gerade eine Schule gebaut, auch mit der Fachhochschule Kärnten zusammen, wo wir das Ganze auch ein bisschen unterstützt haben. Und wir schaffen mehr oder weniger Zugang zu Wissen, um gemeinsam in Freude Lernen durch Erleben zu erlangen. Lernen durch Erleben. Das ist übrigens, dieses Schulkonzept, was wir da gerade ausarbeiten, nennt sich dann LIES. LIES. Nicht Kopf-LIES. Aber da geht es jetzt gar nicht nur um Kinder. Alle sind wir eingeladen, da mitzumachen. Wiederum in die Schule zu gehen, auf gut Deutsch. Erwachsenenbildung. Und. Ist völlig egal, ob du als 80-Jähriger dort sitzt und daneben ein 5-Jähriger. Spielt keine Rolle. Auf das sind jetzt das Ganze aufgebaut. Lernen mit Schaubildern und so weiter. Die lernen in einer Geschwindigkeit, das ist unglaublich. Ökonomie und Finanzen. Auch hier gibt es viele Beispiele. Da brauche ich jetzt ein weniger dazu sagen, weil es kommt heute noch ein großer Teil oder ein ganzer Vortrag zu diesem Bereich. Aber wie schaut es aus mit permanentem, konsequentem Wirtschaftswachstum? Wie schaut es aus mit Zinsen und so weiter und so fort? Und unsere Vision ist hier, ethische Wirtschaftssysteme, die unter Berücksichtigung der Naturprinzipien die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die wollen nicht mehr mit der Bank. Es gibt Menschen, die wollen nicht mehr mit der Bank. Jetzt gibt es da Menschen, die sagen, ich habe Kapital. Ich würde da gern bei einem Projekt mitmachen, bei einem Unternehmen mitmachen, wo ich den Unternehmer sehe, wo ich den kenne, wo ich das Produkt angreifen kann. Und es gibt Unternehmer, denen ist das alle, aber nur die kennen sich nicht. Vielleicht kann man die irgendwie zusammenführen. Da haben wir uns große Gedanken darüber gemacht, da stellt es ja vor, wir dürfen das gar nicht. Na, Heini, mit den Waldviertlern, ne? Da kommt die Finanzaufsichtsbehörde und sagt, das geht nicht. Da gibt es, wenn man schon hört, Zinsen und so weiter, wir wollen ein bisschen weg davon, aber da gibt es einfach Beteiligungsgeld. Nehmen wir es nicht Zinsen, nehmen wir einfach eine Ausschüttung über die Gewinne. Beispiel, ich habe da einen Unternehmer erzählt, da gibt es eine Firma, die schüttet maximal, einen Banker erzählt, da gibt es eine Firma, die schüttet maximal 30% aus von deiner Einlage. Der hat gesagt, das ist absoluter Schwachsinn. Sagt er, das ist eine Bauernfängerei. Die haben das aber per Vertrag. Da sage ich jetzt ihm, schau, wenn die Firma 2 Millionen Gewinn macht und diese Firma hat 600.000 Euro finanziertes Kapital herinnern, von diesen 600.000 Euro zahlen sie 30% aus.
Das sind aus laut Adam Riese 180.000 Euro. Und 2 Millionen haben es Gewinn gemacht. Glaubst du, dass das nicht funktioniert? Ja, niemals funktioniert das mit der Banker. Niemals. Das glaubt ihnen kein Mensch. Nicht klar glaubt das ihnen kein Mensch. Wahrscheinlich. Weil die Bank sagt ja ganz besonders. Die Bank sagt ja, okay, wir müssen 2 Millionen Gewinn machen und zahlen aber nur 0,5% Zinsen auf. Und wir glauben das, dass anders nicht möglich ist. Also sollte jemand andere Wege suchen oder gehen wollen, kommt es auf mich zu, ich kann die eine oder andere Adresse weitergeben. So, unsere Homepage, wir haben zum Beispiel auch ein Gaia-HHU-Wiki, so eine Art Wikipedia-Plattform, wo sich die ganzen Techniker, Tüftler, Bastler, Experten im Bereich HHU untereinander unterhalten, alle, die schon eine Gaia-Zelle gebaut haben und so weiter und so fort. So in etwa wird unser neuer Internetauftritt ausschauen, praktisch oben dann auch diese Felder, diese vier Schwerpunkte, von denen ich heute ein bisschen gesprochen habe. Uns findet man immer wieder auch bei Vorträgen, bei Friends of Gaia-Treffen, das heißt, wo sich Gaia-Mitglieder aus einer Region treffen, wo sie Erfahrungen austauschen und so weiter und so fort, bei Workshops. Bitte? Der Westen ist ziemlich trocken, ja, stimmt. Ja. Aber ich komme gerne nach Innsbruck, ich komme gerne nach Wörgl, ich komme gerne nach Kufstein, ich komme überall hin. Holt's mich, fangen wir einfach an. Es ist halt immer wieder ein Punkt, wo man anfängt. Kommt gleich. Wir arbeiten in diversen Arbeitsgruppen an all den Themen, was ich gesagt habe. Und im Grunde geht es einfach darum, wir forschen und entwickeln hin bis zur Nullserie und dann entsteht vielleicht irgendein Geierprojekt zu irgendwelchen Themen. Jetzt kommen Menschen, Erfinder, Techniker, wo die jetzt einsteigen, weiß ich nicht. Der eine sagt, hey, ich habe eine prinzipielle Idee und diese Idee klingt schlüssig und wir fangen einfach an. Und der andere sagt, ich bin so weit, aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Weil ein Erfinder ist ein Erfinder. Und ein Erfinder ist noch lange nicht jemand, der was auch dann etwas in die Serie bringen kann. Und so weiter und so fort. Aber das ist so unser Schwerpunkt im Verein. Und der Nutzen, den ihr davon habt, ist einfach Zugang zu einem Netzwerk von Menschen, die gemeinsam eine Veränderung zum Wohle aller wollen. Gedankenaustausch, das Angebot von Vorträgen, kostengünstiger Bezug von wertvollen Produkten, einfach und fair und vorrangiger Zugang zu allen Gaia-Technologien und Entwicklungen. Und da kommt relativ viel raus. Es sprudelt schon richtig raus. Wir werden immer wieder gesagt, hey, ihr bringt hier nichts weiter. Es gibt da immer wieder Menschen, die uns ein bisschen kritisieren, die sagen, es geht viel zu langsam und so weiter und so fort, aber wir können auch nur Schritt für Schritt nach vorne gehen. Und wenn du 5 Schritte nach vorne machst, kannst du mal glauben, es kommt einmal der Tag, da machst du vielleicht 6 zurück. Und dann geht es wieder 7 nach vorne und wieder 3 zurück. Aber irgendwann mal, wenn da vorne die Ziellinie ist, überschreiten wir diese Ziellinie. Mit einem nach den anderen. Nur wenn wir nichts tun, werden wir niemals über diese Ziellinie schreiten. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, das müssen wir verändern. Und dann, wenn sie haben, setzen sie vom Fernseher und sagen, ah, ja, es ist easy. Ja, schön. So wie ich gesagt habe, ich bin aufgewachsen als behütetes Kind, ich habe immer warm gehabt, ich habe immer zu lesen gehabt, ich habe mir keine Sorgen machen müssen. Welche Heizung habt ihr jetzt? Infrarotheizung. Ja. Sei ein Teil von Gaia. Als unterstützendes Mitglied zum Beispiel. Du bist einfach Mitglied und unterstützt das mit deinem frei wählbaren Beitrag. Als Botschafter in deiner Region. Es gibt Menschen, die sagen, hey, ich möchte nicht nur einfach Mitglied sein, ich möchte das auch weitertragen. Als Mitarbeiter in diversen Projekten oder als Vernetzer zur Kontaktaufnahme zu anderen Organisationen. Es gibt viele Organisationen, die wir nicht kennen. Vernetzt uns. Du und ich, wir sind Gaia. Bring dich ein. Unterstütze uns. Passiv oder arbeite aktiv mit, wie du möchtest. Ich weiß, der eine oder andere sagt, ich bin kein Vereinsmeier.
Macht nichts. Sei einfach unterstützendes Mitglied. Fertig. Jeder Einzelne zählt. Ihr habt da draußen, vorne draußen sind so Folder von uns, die braunen. Da steht unsere Homepage-Adresse, alles droben. Ihr könnt online gehen, ins Internet und eure Mitgliedschaft einfach da ausfüllen. Es liegen aber auch Mitgliedsanträge draußen. Wenn jemand sagt, na, ich mache das Ganze lieber analog, dann kann er das ausfüllen und einfach geben oder zuschicken. Oder er geht ins Internet und füllt es aus. Es ist da draußen auch seine Zeitschrift, die heißt Ja. Nehmt euch die mit, nehmt zwei mit, da sind genug da, nehmt von denen zwei mit, gebt es vielleicht weiter. Da in dieser Zeitschrift Ja, auf Seite 38 steht auch einiges drinnen über unser Tun und über den Bereich Wasser, was wir da machen und so weiter und so fort. Nehmt es mit. Und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Da hinten steht jemand schon auf Nadeln. Dabei war er jetzt eh schnell. Ich bin auf alle Fälle noch da. Wenn es Fragen gibt, kann man auch antworten. Wie gesagt, nehmt es mit. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für die Einladung, dass wir das sprechen noch können. Vielleicht machen wir sowas auch einmal im Westen. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und vielen, vielen Dank. Okay, danke Horst, das ist jedes Mal wieder, jetzt mal noch interessanter, ich habe schon ein paar Vorträge gehört und jetzt mal kommen neue Sachen. Logisch. Eigentlich bleibt man bei jedem Sprecher mindestens 2 oder 3 Stunden. Wir machen jetzt quasi eine ähnliche Pause wie vorher, dass man sich ein bisschen vertreten kann, dass wir frische Luft reinkriegen und dann tun wir ganz energiereich weiter. Okay.